Hey People! Heute öffnen wir das neue Starterdeck aus Japan. Glurak, Totok, Bisaflor. Es ist ein nagelneues Produkt, was gerade auf dem japanischen Markt erschienen ist. Und ich habe es mir dann natürlich besorgt. Die drei Starter lasse ich mir doch nicht entgehen. Schaut euch die Karten an. Glurak, Totok, Bisaflor. Üff. Das wird heiß, das sage ich euch. Und in dem Sinne bleibt dran. Ich würde sagen, wir starten mal direkt. Ihr hört das ja schon wahrscheinlich. Ich bin wieder krank. Ich hoffe, das macht euch nichts aus wie ein Donnerblitz auf ein Gesteins-Pokémon. Okay, erstmal ein Schlückchen trinken. Ja, Freunde, fragt mich nicht. Ich bin in diesem Jahr so oft krank geworden. Das macht irgendwie einen brutalen Kreislauf, Alter. Ich stecke in so einem Kreisverkehr fest quasi, wo es keinen Ausgang gibt, aber okay. So, wir haben hier oben drauf erstmal die Promokarten. Oh, sind da zwei drin jeweils? Das wäre mega. Das wäre mega nice. Dann haben wir hier eine Deckbox. Dann haben wir die Box an sich, glaube ich. Die drei Promokarten. Die Glumanda-Promokarte kennen wir ja aus Obsidian Flames, aus der Elite-Trainerbox. Und dann haben wir hier Energie. Dann haben wir hier... Und dann haben wir wieder Energie und die Rückseite habe ich euch ja schon gezeigt. Ist das eine Spielmatte? Oh, das wäre nice, das wäre nice. Dann können wir in den nächsten Videos eine neue Spielmatte verwenden. Ja, 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 ja. Ja, dann haben wir halt Münzen und bla bla bla. Keine Ahnung. Tut mir leid, ich bin gegen das Stativ gekommen. So, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Wir öffnen das Produkt und sehen uns den Inhalt genauer an. Also, ich finde die Karten auf jeden Fall geil. Ich glaube, UVP, wenn es sowas in Japan gibt, also ich sag mal, das Produkt bekommt man für circa 70 bis 80 Euro. Und ich weiß nicht, ob da... Oh, das sieht geil aus. Ich weiß jetzt nicht, ob da Booster drin sind oder so. Muss jeder halt für sich selber wissen, ob er das haben möchte. Allein schon... Wegen den drei Startern, die Promos, die Karten und alles. Ich will das einfach haben. Ich feiere das total. So, was denn das? Das ist doch nie im Leben eine Deckbox, Alter. Was ist das? Hä? Ich dachte, das wäre eine Deckbox. Nie im Leben. Nein, das ist keine Deckbox. Ich weiß nicht, was das ist. Vielleicht für die Münzen oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja. Das ist so billige Pappplastik, ja. Da brauchen wir nicht drüber reden. Tun wir das jetzt mal weg. Und dann haben wir die Münzen. Die sehen auch sehr geil aus. Gefällt mir wirklich gut. Ich mach die mal auf. Oh, die sind sogar so. Komm raus jetzt, komm raus. Zack. Weg damit. So, hier ist die Bisaflor-Münze. Die sehen echt gut aus, muss ich ehrlich sagen. Sehen echt gut aus. So, dann haben wir Totok. Sehr geil. Und hier ist der Glurak. The only and one. Show reset, Alter. Oh, ja, Baby. So, tun wir die Münzen erstmal dahin. Dann holen wir die Deckboxen erstmal raus. Boah, guck mal, wie geil dieser Glurak aussieht, Alter. Totok auch. Bisaflor, die sehen alle geil aus. So, das ist einfach nur Pappe. Weg. Was haben wir hier? Da ist... Auch nur Pappe, weg. Das ist auch nur Müll, weg. Das ist... wir haben keine Spielmatte, ey. Ach so, das ist so... aus Papier, ja gut. Dann haben wir hier Schadensmarken, irgend so ein Heft. Keine Booster, nichts Interessantes drin. Was das hier sein soll, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Das ist erstmal uninteressant, das brauchen wir alles nicht. Wir öffnen jetzt auf jeden Fall erstmal die... So, erstmal die Decks. Tun wir das dahin. So, fangen wir doch mal einfach mit Totok an. Die sieht schon mal sehr geil aus. Centering rechts mehr als links. Okay, wo mache ich das Ding jetzt auf? Da, von hier. Okay, ich bin wieder am Struggeln hier. Kennt man. So, weg damit. Okay. Also, wir haben Turtok EX. Eine sehr schöne Karte. Sehr, sehr schöne Promokarte. Oh, wir haben doch zwei. Ja, nice. Wir haben auf jeden Fall zweimal Turtok.
Sehr geil. Oh, Shigi. Guckt euch diese süße Illustration-Werkkarte an. Wunderschön. Wunderschön. Dann haben wir den Shigi aus 151. Dann haben wir noch ein Shigi aus 151. Shillock. Dann haben wir... ich habe den Namen vergessen. Dann haben wir Keldeo. Heresai. Dann haben wir Sengo. Dann haben wir... So, dann haben wir... Ich sag hier einfach, ich kenne den Namen nicht. Ich schneide da einfach rein, ich habe gehustet. Was weiß ich was. So, Energiesticker kennen wir. Superior Revision Energy. Super Angel. Nestball. Ja gut, die Karten sind, glaube ich, eher uninteressant. Oh, Enigmara ist aber dabei. Auf Japanisch. Okay, Nemila. Der Typ. Und dann haben wir Energiekarten. Okay, alles klar. So, im Großen und Ganzen... Lass mal einfach diese Filme hier mehr in den Weg. So, im Großen und Ganzen waren jetzt hier die drei Karten halt, die interessanten. Ja, die Illustration Rare Shigi. Dann haben wir Turtok. Und dann haben wir noch ein Turtok. Sehr schön. Okay, machen wir weiter mit Glurak. Schauen wir uns doch mal die Karten hier an. Komm raus, Bruder, komm raus. Komm schon. Nein. Okay, alles klar. Ich glaube, so war das nicht gedacht, so zum Öffnen, aber okay. Hauptsache, das Ding ist auf. So, dann haben wir Glurak. Komm her, warte, vorsichtig, ich hab den. Dann haben wir noch ein Glurak. Die Karten sehen schon echt geil aus, muss ich ehrlich sagen. So, mach mal Platz, da kommt noch dieser Floor. Und dann haben wir den Glumanda, den wir ja schon aus der Obsidian Flames Elite Trainerbox kennen. Ja, das Centering ist nicht so berauschend. Hinten vor allem, also bei japanischen Karten eher ungewohnt. Muss ich ehrlich sagen. Also, naja. Ja, okay, alles klar. So, und dann haben wir halt wieder den... normalen Krimskrams, Lavados, oh, wir haben hier Volcanion und dann Cremanzo, Kangama, Geradax, Zigzag, bla bla bla, okay. Alles klar, so, das ist das zweite Deck gewesen. Dann kommen wir zur Bisaflor. Machen wir den kleinen doch mal auf. Hier ist auch eine Bisasam Illustration wert, natürlich. Und die ist sehr geil. Also, die hätten da auch ruhig Glutexo, Shillock auch noch mit reinpacken können, ja. So, dann haben wir Bisaflor X. Dann haben wir noch ein Bisaflor X. Die, ja, ich würde sagen, die hatten ein ganz gutes Centering auf jeden Fall. Und dann haben wir Bisasam. Zucker, der Kleine. Guck mal, wie süß. Voll süß, ne? Guck mal. Oh, voll sweetie. Und da ist sogar so ein Taubsi noch. Guck mal, der landet auf den, um da zu sich zu entleeren. So, da ist wieder Bisasam. Guck mal, wie süß der ist. Ich spiele gleich Pokémon Unite, ich nehme Bisasam, ja. Ich habe Bock auf Bisaflor jetzt bekommen. Sichlor, Tropius, Veni, Flubis, Relaxo, Ferculi, Fragrunz, bla bla bla. Und der normale Krimskrams-Gedöns hier. So. Okay, alles klar. Das war das Starterdeck gewesen. Ein paar Booster wären auch ganz nett. Aber, naja, was soll man machen, ne? Also... wie gesagt, preislich liegt das Ding bei ungefähr 70 bis 80 Euro. Ob das jetzt, ob das einem von euch wert ist, muss er für sich selbst. Entschuldigung. Ob das jetzt jemandem das Geld wert ist, muss er für sich selbst entscheiden. Ich wollte die Karten haben. Auch die Box, die sieht sehr schön aus. Und da kann ich halt auch Bulkkarten reintun, etc. Ich habe es mir einfach geholt. So. Okay, alles klar. Schreibt mir mal in die Kommentare, welches Artwork ihr von den dreien am besten findet. Also ich muss sagen, ne, ich sag immer Glurak, ja, aber ich weiß nicht, also Turtok sieht schon heftig geil aus. Ich glaube, Turtok ist hier aus diesem Set mein Favorit, ja. Das sieht schon böse gut aus. Dieses Artwork ist einfach atemberaubend wie Asma. Ja, das war's auch schon mit dem Video gewesen, meine Freunde.
Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch lassen und abonniert meinen Kanal, sofern ihr es noch nicht getan habt, um keine weiteren Openings zu verpassen. Und ich hab euch ganz doll lieb.